Ah, oh, das ist hart. Das ist hart. Ja, herzlich willkommen zurück zum Bausimulator. Wie ich ja letztes Mal schon mehrmals erwähnt habe, Sicherheit ist das oberste Gebot auf der Baustelle. Ja, hoppla. Wir haben den Garten fertiggestellt. Genau so haben wir das uns vorgestellt. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, wir sind jetzt ready für einen richtigen Auftrag. Wir wollen jetzt mal eine große Hütte bauen oder so. Ein bisschen Cash haben wir auch am Start und... Was sehr wichtig ist, wir können uns jetzt einen Gehilfen holen. Und das machen wir jetzt erstmal. Personal. So, dann haben wir den Harpe. Ach, der Harpe, der arbeitet doch noch bei mir? Die Durchblätt wird das Club. Ja, Harpe, beruhig dich mal. Aber hier gibt es doch tatsächlich Positionen, die wir freispielen können. Jetzt wissen wir auch endlich mal, was das mit den XP auf sich hat, nicht wahr? Das heißt, bedeutet... Alter, dieser Hut. Wir können tatsächlich im Laufe des Spiels eine riesige Firma aufbauen. Aller Ultras Unite, aller. Aber wir wollen jetzt mal für 2000 Kronen hier, wollen wir mal was einstellen. Wir wollen jetzt hier natürlich mal... Möchtest du Dominik monatlich für zwei... Nein. Wieso heißt er denn Dominik? Ich will nicht, dass der Dominik heißt. Wäre richtig geil, wenn es einfach so Anzeigen gäbe. So Dominik, übelster Säufer, Udo, Russe oder Kalle... Dick. Wenn es Dominik ist, dann ist es Dominik. Dann holen wir uns jetzt einen Dominik ran. Ja, der sieht doch auch gut aus. Den Bagger lassen wir erstmal stehen. Ich will jetzt wissen, wo Dominik ist. Wie kann ich den Dominik denn mal sehen? Der ist ja gar nicht hier. Gucken wir uns mal die Aufträge an. Was haben wir denn im Angebot? Das kann ich scheinbar noch nicht machen. Du benötigst einen großen Bagger. Oh, das heißt, man muss sich sowieso Fahrzeuge kaufen. Okay, was ich jetzt mal ausprobieren möchte, ist, dass ich mal gucke, wenn ich mir jetzt einfach mal größere Geräte kaufe, dass ich mit denen dann eventuell auch bessere Aufträge bekomme. Dass wenn die sehen, ach, Mensch, der Kalle, der hat jetzt einen großen Bagger, den geben wir jetzt mal einen richtigen Auftrag. Oder so einen Kran oder so. So was hätte ich gerne mal. Wo können wir denn mal hier Autos einkaufen? Gibt es hier irgendwie einen Autoeinkaufladen? Fahrzeughändler. Oh, da müssen wir in die große City. Dann fahren wir mal eben nach Fuchsberg, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Dominik... Und jetzt... Du Scheiße. Und dann gucken wir mal, ob wir den Dominik noch mit tatsächlich auch mit einsetzen können. Alter, dann Abfahrt. Oh, da sind wir mal beim Fahrzeughändler angekommen. Da steht er auch schon. Dann gehen wir mal, wie heißt er denn? Dass die immer alle keine Namen haben. Ihr könnt ja mal ein paar Namen für die ganzen Händler hier in den Laden schreiben. Für den Fahrzeughändler, für den Sägewerkhändler, für den Gartenhändler, für den Baustoffhändler. Nee, für den haben wir schon einen Namen. Der heißt der Heiniger, das wissen wir. Aber vielleicht schreibt ihr mal ein paar Namen. Dann nennen wir die mal so irgendwie. Und dann schreiben wir das immer drüber. Ja, könnt ihr mal reinschreiben. Begleitfahrzeug. Brauchen wir sowas nicht, die ganze Scheiße hier. Oh, das ist aber alles ganz schön teuer. Das ist ja alles ganz schön teuer. Hier, Schnelleinsatzkran. 200.000 Tacken. Raupenbagger. Das ist wahrscheinlich der große. Der kostet 200.000 Euro. Tschüss. Importfahrzeuge. Achso, man kann hier noch welche runterladen. Ja, interessant. Weiß ich gar nicht. Vielleicht müssen wir da auch mal im Steam Workshop gucken. Und gucken, ob man da irgendwelche Sachen noch runterladen kann. Habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Also mal schauen, ob da noch irgendwas Krasses ist. Gucke ich mir mal an in der Zwischenzeit. Okay, Leute, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich irgendwie gerade noch nicht genug Kohle habe, um die dicken Geschosse mir leisten zu können. Außerdem muss ich offensichtlich noch ein paar Level steigen, um dann noch mehr Leute einzustellen, um die dicken Fische an Land zu ziehen. Deswegen werden wir jetzt nochmal einen anderen Auftrag machen, aber diesmal natürlich ein bisschen mehr Bums, hoffentlich. Ein Familienhaus mit ausgebautem Dachboden bringt die meiste Kohle. Ach, der Hendrik, ja guck mal. Ja, dann ist doch hier der Hendrik Ruhe bestimmt. Ja, der hat ja jetzt auch ein Kind. Das wollen wir doch mal gucken. Wir gucken uns jetzt erstmal die Baustelle an. Und dann gucken wir mal, ob den Dominik dann doch da einsetzen. Vielleicht kann er uns ja ein bisschen Zeit ersparen. So, lass mich mal aussteigen. Aha. Hier sollen wir so ein Haus bauen. Ach, hier wurde schon gefühlt ein bisschen was getan. Das heißt, das Fundament wurde schon mal gesetzt. Du kannst diesen Abschnitt von einem Hilfsarbeiter fertig machen lassen. Das dauert 2 Minuten und 20 Sekunden. Und du selbst kannst so lange nichts auf der Baustelle machen. Ja, wir probieren das jetzt mal aus, Alter. Kommt der jetzt vorbei? Der macht gar nichts, ne? Also rein optisch ist Dominik nicht vorhanden, Alter. Es wäre jetzt richtig geil, wenn ich mich jetzt hier so mit so einem Bier hinstellen könnte. So, moin, Alter, ich bin der Kalle. Aber irgendwie ist gar kein Dominik da. Wir warten jetzt mal, was passiert, wenn die Zeit oben abgelaufen ist, würde ich sagen. Ey, da steht ja schon ein Haus direkt. Krass. Wir lassen den Dominik mal richtig ackern heute. Ja, komm. Lass den buckeln. Oh, oh Gott. So, ja, 20.000, gib her. Aber wir kriegen keine XP dabei, offensichtlich. Ja, gut. Ah, schon fertig?
Ja, komplett durch? Ja, geil. Würde ich sagen, Dominik ist Mitarbeiter des Monats bisher, würde ich jetzt mal so sagen, Alter. Ja, gucken wir uns mal das Ganze hier an. Da wird der Hendrik sich freuen. Hallo. Lass mich mal hier. Hallo. Nein, Kalle. Hey, Hendrik, lass mich doch mal eben gucken, ich hier gebaut habe. Kalle, das ist mein Haus. Lass mich doch mal an die Schaukel ran. Kalle, ich saukel jetzt. Nein. Ja, gut, Hendrik. Weiß ich nicht. Ich hab jetzt keine Zeit. Ich will saukeln. Ich hab ja gar kein Kennzeichen dran. Hab ich wenigstens hinten eins? Mein Auto ist illegal. Ich hab gar keine Lizenz, Alter. Neue Ausschreibungen sind verfügbar. Endlich können wir mal wieder gucken, was es hier so gibt. Ist jetzt hier was Nigelnagelneues dabei? Na, die Villa, die könnten wir echt machen für Familie Kulas. Ansonsten ist hier nichts Neues dabei. Das heißt, wir müssen auch aktiv mitwirken. Die bringt zwar nicht ganz so viel Kohle, aber ich hoffe mal XP ordentlich. Das ist jetzt natürlich das, was wir hoffen. Damit wir danach dann nochmal so ein Level steigen und neue Aufträge bekommen hier, Alter. Damit wir nächstes Mal dann nochmal ein dickes Gerät kaufen können, ne? Fahre einen kleinen Bagger zur Baustelle. Das können wir. Das haben wir schon mal öfter gemacht. Das machen wir jetzt nochmal. I believe I can drive. I believe I can drive. Ja. Ey. Ich muss mal hier auf die Baustelle. Lass mal, fahr mal weg, Alter. Hallo. Mach noch mal Platz. Oh, was ist denn euer Scheißproblem? Kannst du jetzt mal fahren? Hier ist alles frei. Und du fährst einfach nicht. Jetzt fahr. Also gleich mache ich, dass du fährst. Aber dann ist hier was los, Alter. Scheiß Helm, Mann. Ach, jetzt fährst du, wo ich nicht gucke. Guck mal, was du für eine Scheiße baust. Meine Fresse, wenn man nicht jedes Mal aussteigen würde. Ich sag's, wie es ist, Leute. Jetzt haben wir zumindest mal unseren Pritsche-Dings hier mal abgelagert. Jetzt ab in Bagger und den holen wir auch mal eben ran. So, Bagger ist da. Jetzt müssen wir die Kacke nochmal eben zur Seite wuppen hier, damit ich hier gleich mit dem Container anwackeln kann. Ja, muss ja immer einen leeren Container holen, damit ich die Scheiße, die ich dann gleich ausbuddel, wieder wegschiffen kann. Teidiger, mach mal mir einen Container hier. Katsching, ja, wir wissen ja. Guck mal, wie perfekt ich den hier, also wirklich, wie ein junger Gott habe ich den hier abgestellt. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Junge, als hätte ich in meinem Leben nie was anderes gemacht, ey. Kalle, der Baumeister hier. Dass jetzt sollen wir den Bagger nehmen und da in den Laden wieder ausgraben, wissen wir auch, wie es funktioniert. Geht ja fix. Ab in den Bagger-Modus mit uns. Und schön tief rein, ja. Guck mal, wie ich das kann. Wie ich das einfach kann mittlerweile. Es lohnt sich einfach, unnormal. Oh, das ist Zucker für die Augen. Ist das nicht schön? Oh, no. So, jetzt haben wir hier zwei hässliche Löcher gebuddelt. Bagger weg. Ich habe jetzt hier auf beiden Seiten ein Loch. Wie soll ich den denn jetzt anheben? Ja, das wird ein Spaß. Aha. Dran haben wir ihn schon mal, aber wir sind jetzt hier mit der Hinterachse natürlich im Loch drin, Alter. Ja, ist okay. Zum Glück ist der Bagger schon hier. Wir wackeln den da schon irgendwie aus der Grube raus. Aber es war ja zu befürchten, dass sowas passiert. Wir wären ja nicht Kalle, der Baumeister, wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen würden hier, oder was, oder wie? Oh! Kann ich den nicht so irgendwie schieben? Ja! Das sieht doch sehr stabil aus. Willst du dich nochmal wieder? Ich meine nur. Hast du den? Ja. Wir sind wieder auf Kurs. So, wir versuchen das jetzt irgendwie anders. Ich werde jetzt mit dem anderen Wagen nochmal rumfahren und mal gucken, ob ich den von hinten anschieben kann. So, jetzt hier. Hau ruck.
So, wir kriegen das schon hin. Macht euch mal keine Gedanken. Macht euch mal keine Gedanken. Es ist hier einfach... Es wird schon klappen. So, erstmal musst du hier weg. Hier da. Kannst du mal zur Seite? Scheiße. Oh, oh. So. Ich glaube, jetzt haben wir's. So, jetzt brauchen wir den Container hier noch raus. Jawohl. Das sieht doch gut aus. So, wir haben es geschafft. Oh! Oh! Sicherheit ist das oberste Gebot auf der Baustelle, Alter. Ja, mit der richtigen Technik kommst du aus jedem Loch wieder raus. Ja, ich habe XP. Jetzt sollen wir wieder Setzlinge und so eine Scheiße holen. Habe ich schon einen neuen Trick gelernt jetzt, weil jetzt hat jemand in die Kommentare geschrieben, ich soll mit dem Absetzkipper, soll ich einfach mal Y drücken und dann zack, geht die Scheiße auch auf. Hui. Geil. Ja, Ladung befestigen. Ein Teil der Ladung ist nicht korrekt verladen. Jetzt stellen wir uns nicht mal so an hier. Jetzt ist es richtig verladen. Und jetzt hier einlenken. Siehst du, das ist Maßarbeit. So, das haben wir. Oh, Scheiße. Katsching. Ja, jeder fängt klein an. 1000 XP. Geil. Ab sofort wird dir ein Auftrag mehr angeboten. Das ist auch geil. Und Geld und XP und alles. Haben wir wieder mal den Tag gemeistert. Und nicht vergessen, Sicherheit ist das oberste Gebot auf der Baustelle. Oh.